Oh ja, meine Melodie begrüßt mich wunderschön an diesem Freitag, dem 6.3. Ich habe jetzt nicht den Tag direkt danach genommen, weil ich hatte keinen Bock. Ich habe einfach jetzt irgendeinen genommen, der irgendwie in der Nähe ist und sage dann herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing, der heutigen Doppelfolge Wild World. Klingt komisch, ist aber so. Wer Frieda, wer bist du denn? Das ist ja sehr, ja. Manche würden jetzt sagen, interessant, aber... Nee. Nein. Nein, leider gar nicht. Ja, die Azurfeder auf dem Kopf habend, frage ich mich wie immer, was steht denn heute an in dieser Folge 93? Ich glaube 93. Es müsste Folge 93 sein. Blume, geht's bitte mal kaputt. Ich will dich tot sehen, Junge. Ansonsten rupf ich dich raus. Okay, scheiß drauf. Zack, Bombs. Was machen wir denn heute? Am Samstag war doch irgendwas Besonderes, oder nicht? Oder täusche ich mich? Ich dachte, irgendwas war. Flohmarkt. Morgen, das ist... Ja, Samstag, okay. Gut, dann... Würde ich sagen, morgen machen wir Flohmarkt und dann direkt danach schieben wir KK hinterher. Denn die Liste will abgearbeitet werden, die Musikliste. Und ich setze mich dafür sehr gerne ein. Hallo Zebra-Dingens. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Halt. Das ist Unkraut. Ich verdorrte Blumen. Wer bist du denn? Dich kenne ich noch gar nicht. Bertram. Hey, du. Pokémon, oh ja. Hey, du, das ist jetzt etwas direkt, aber was sind hier die Spezialitäten? Ich tippe gerne Schokoriegel und Kakao. Okay, es gab schon Schlimmeres hier. Also, es gab schon wirklich viel verrücktere Gelüste. Als Schokoriegel und Kakao, was ja noch irgendwie zusammenpasst. Weißt du, Schoko-Schoko-Zacka. Schoko-Schokolaka, Junge. Das geht ja noch irgendwie. Irgendwie zumindest. Auch wenn ich das persönlich noch nie gemacht habe, aber man kann es ja irgendwie immerhin vertreten. Das ist ja schon mal was. So, Bertram, würdest du bitte... Ach, komm schon. Fettsackbär oder was? Teddy... Ja. Wir schauen weiter entlang. Da ist Unkraut und das mag ich nicht. Eigentlich müsste ich mal Folge 120 10 Jahre vorspulen, dann ist alles voll mit Unkraut. Und ein... Ach komm, ganz ehrlich, nehme ich mit. Alles voll mit Unkraut und wir hätten das erste Mal im LP die Unkrautblume, um die Fliegen umschweren. Das ist die einzige Möglichkeit, Fliegen zu fangen. Die Unkrautblume. Aber man muss eine Stadt wirklich verwesen lassen, und das finde ich irgendwie komisch. Wer sich da was bei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so. So. Nope. Na komm schon, Junge. Bitte. 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 So, was bist du denn? Nur hinhören, nicht gucken. Ja, wunderbar. Magnope. Kann ich dich nicht verscheuchen? Komm, nipp mal dran. Ich hab das Ding nicht verscheucht, oder? Ach, dann leck mich. Mir doch egal. Fischgesockse da. Vielleicht finde ich ja im Frühling noch ein paar Käfer an meinen Bäumen. Ich glaube es nicht, also an meinen Kokosbäumen vor allem. Ich glaube es nicht, aber man darf eher, glaube ich, noch träumen. Das ist einer von diesen Dingens da, ja, ich weiß schon. Diese Schwalben, hier, ne? Schwalbenschwanz. Klingt komisch, ist aber genauso. Stimmt ja, morgen ist KK da, dann kann ich die Country-Gitarre abgeben. Oh Mann, ich muss mir aber nur kein paar Landbeine holen. Hey Mann, soll ich eine coole Weiße mitteilen, Mann? Man, versuch nie, dich mit einer Muschel zu rasieren, außer du bist Pirat. Jawohl. Genau das denke ich mir auch immer. Genau das, Johannes. Du Opferkind. Was haben wir denn hier? Steuerruder. Naja. Nee, nicht wirklich. War nett gemeint, aber nicht wirklich. Ja, es ist gut, dass ich mich daran erinnere, sonst hätte ich vergessen, KK morgen seine Country-Gitarre zu geben und dafür was Schönes von ihm zu bekommen. Ohne zu viel vorwegzunehmen.
Aber nachdem ich hier nicht großartig viel finde und da morgen sowieso noch genug zu tun ist, was die Folge füllt, müssen wir heute gar nicht so lange machen. Schauen wir einmal bei Nook machen, einmal Fossil Party und dann können wir gleich den wichtigen Samstag angehen. Hör auf, mein Lied kaputt zu machen mit deinem scheiß Takt. Smarttisch habe ich schon. Sehe ich sofort. Nein, normal. Warte, wer kauft denn ernsthaft Normalböden, bitte? Wer ist denn homophob, ja? Homo-Dingens. Wer ist denn so Homo Sapiens, bitte, diesen normalen Müllteppich dazu kaufen? Kann mir auch keiner erklären am Ende. Aber gut. Ich muss das volkswirtschaftlich ja nicht verantworten, also ist es mir auch egal, schon wieder Unkraut. Leute, was los? Was los? Was los? Unkraut finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Interessanterweise ist es heute schon die vierte Aufnahme, die ich starte. Ja, die vierte Aufnahme, die ich starte. Spelunky war heute schon. Der letzte Spendigut Run war heute schon. FIFA war heute schon. Und wegen FIFA ist meine Stimme vielleicht auch so ein bisschen angekratzt. Wer weiß es denn? Wer weiß es denn? Was haben wir denn hier? Hoppla. Ja, untersuch doch. Mach doch. Du bist doch bezahlt dafür. Nee, haben wir schon. Komm schon, gib mir neue Sachen. Gif, Junge. Mit F hinten. So, dann. Ach, sind nur zwei Fossilien, noch besser. Muss ich noch weniger arbeiten. Finde ich persönlich super. Nein. Hat man gestern schon. Vergrab mal was Neues in der Stadt, Junge. Und nerv nicht. Nein, will ich nicht. Ich will einen Kaffee und dann will ich morgen was starten. Ich würde sagen, wir starten dann 19:40 vielleicht. Vielleicht doch 19:50. Ihr kommt, wir starten einfach morgen 20 Uhr, das ist doch auch toll. Ja, wie ich meine. Goofy, gib mir kurz. Und dann sind wir morgen 20:14 einfach am Start. Das ist nämlich Goofy-Zeit, aber ich kann locker noch den Flohmarkt abgrasen, weil Goofy noch lang genug da ist. Und mit Goofy mache ich natürlich KK. So, heute mal ohne Ritterhelm Metallgeschmack. Heute nur mit wunderschöner Feder am Haar. Bitte, aber mit einer subtilen Milde. Dies ist der Geschmack von Kaffee. Ich weiß nicht, was du mit deinen Intellektuellen machst, Loni. Was willst du eigentlich? Wie schmecken denn Intellektuelle? Wir speichern kurz und dann sehen wir uns gleich wieder mit Schnipsi die Schnaps und Flohmarkt-Spaß. Genau, bis gleich. Zusammen. Heute veranstalten wir einen Flohmarkt. Viel Spaß. Ja, hallo Turtle. Schön, dass du auch da bist. Wir haben richtig Spaß. Wer weiß nur Mama. Lieber Tim und Loni, Emma und ich haben Tennis gespielt. Dabei habe ich sie versehentlich am Kopf getroffen. Ups, sie war wütend. Mama. Ja, Mutti, das ist witzig. So, sagen wir doch einfach mal, wie es ist. Flohmarkt zeigt, wir grasen die alte Weide ab und nehmen einmal diese Falle nicht mit, weil es keine Falle ist. Surprise, Motherfucker. Und grab das Ding aus, Junge. Bam, 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 bam. Riesenschrei. Ich will dieses Geräusch nie wieder selber hören, was ich gerade gemacht habe, weil es klingt bestimmt grauenhaft. Ja, dann würde ich sagen, wir checken mal die Häuser ab, die Locations. Locations. Wer hat denn Zeug mit uns? Der scheint daheim zu sein, wer auch immer du bist. Ich werde mich so ärgern, wenn irgendwie wer was hat und ist krank. Dann raste ich aus. Ja. Und du bist leider nicht krank. Toll, Rudolf. Danke. Dein Schachkack kannst du ja sonst wen schieben. Ja, danke schön. Ja, ist auch besser so. Ja. Bedank dich, dass ich deine schmutzige Schimmelwohnung angesehen habe. Kabuki, ich glaube, du warst letztes Mal schon beim Flohmarkt und du hast immer noch nichts Gescheites.
Genau. Du hattest nur dieses... Ja, was soll denn das darstellen eigentlich für eine Sammlung? Hör auf, meine Pokémon-Melody kaputt zu machen. Böse Kapuki. Bist böse, Junge. Ja, ist ganz gut. Dann ist heute scheinbar überhaupt nichts mit Flohmarkt, weil keiner, der was Sinnvolles hat, auch gleichzeitig da ist. Halt, das, was vergraben ist, nicht jetzt erst. Das ist... Das... Hallo. Das... Jawohl. Fossil Junge. Fossil Junge, komm schon. Grab das Loch zu. So, ist vielleicht unser Teddy. Nein, er ist nicht da. Und er wohnt auch genau da. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er tut es auch nicht. Wer wohnt noch so in diesem Bauernkaff? Nimm doch irgendwer jetzt mal meine Müllschaufel mit. Was soll denn das? Ich brauch das nicht. Was wollt ihr von mir eigentlich? So, Lotta ist nicht da. Ja, spielt vielleicht gerade Lotta Rie. Egal. Zara ist auch nicht da. Giesbert, mein alter Homie. Was willst du denn? Sei froh, dass ich kein Zeug von dir brauche. Nichts von deiner Herzchensammlung, der Alten. Das ist Korb. Das ist nett gemeint. KK Calypso. Ah, sie ist sowieso krank. Ja, Glück gehabt. Weil irgendwer ist am Flohmarkt immer daheim und krank. Und man kann sich meistens nur aus zwei Häusern was aussuchen. Was den Flohmarkt dann irgendwie so ein bisschen ad absurdum führt, aber bitte. Ist ja nicht meine Sache. Dann gehen wir kurz das Fossil ab. Machen dann Nook und mit KK beenden wir das. Was komisch klingt, weil wir haben ja gerade erst angefangen, aber KK wird halt doch ein bisschen länger dauern wahrscheinlich. Stiftung, pass mal auf Eulen. Kann ich nicht eigentlich was von hier kaufen? Was willst du zum Beispiel für dieses hässliche Ding? Ach so, das bist du. Ja, muss auch mal Flohmarkt-Witz machen dürfen, glaube ich. Ein Parasaurus-Torso. Okay. Aber du hast nicht genug Geld, weil du nichts verdienst. Wer finanziert das Museum eigentlich? Hier kann man kostenlos rein. Woher nimmst du dein Geld? Um zu überleben. Woher nehmen die anderen ihr Geld, um zu überleben? Woher nimmt Tom Nook das ganze Geld, was er in die Stadt schmeißt? Hat er eine Druckerei oder wie sieht's aus? Das sind die Fragen, die mich immer interessieren würden in Animal Crossing. Das ist interessant. Terra-Schädel, nee, sicher nicht. Sicher nicht, Junge. Nein. Du weißt es zu schätzen, ja, das ist auch besser für deine Gesundheit. Und ab geht's. Wenn hier noch ein Fossil auf dem Weg ist zu Tom Nook, dann muss ich ausrasten und das wäre doch nicht schön. Das wäre doch nicht schön. Das wäre doch nicht schön. Jupp. Gib mir die Pokémon-Musik, Junge. Mach sie nicht kaputt! Tom, du machst es kaputt! Du hast überhaupt kein Taktgefühl, Junge. So. Smaragdbait haben wir schon. Du hast übrigens offenes Feuer mal wieder, aber das ist ja was ganz Neues scheinbar. Alter, ganz ehrlich, ich schaue jetzt, ob es überhaupt einen Azurteppich gibt. Das kann ja überhaupt nicht sein. Es kann nicht sein, dass er zum 200. Mal hintereinander keinen Wix-Azurteppich hat. Azurteppich. Animal Crossing Wild World. Gibt es bei Animal Crossing eigentlich auch Azurtapete und Azurteppich? Ja, gibt es. Das ist schön. Aber wo? Es gibt den Azurteppich, aber wo genau der ist, das sagt mir wieder keiner. Nein. Hier vielleicht, hier ist irgendwas mit Azurteppich. Achso, nee. Natürlich nicht. Ja, gut, dann wird es wahrscheinlich irgendwann irgendwie bei Tom Nook gehen. Aber wie genau, sagt mir keiner. Dann take my stuff. Bevor ich KK mal wieder ordentlich auf die Nerven gehen darf. Parasschädel Bernstein, Ptera, Pterosaurus, irgendwas. Und der Kescher sicherlich nicht. Aber, okay. 14.000.
Ah, 12, auch in Ordnung, kein Ding. Ich melde mich, Tom. So, komm mal her, komm mal mit, komm mit, komm, 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 komm. Idiot, 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 Idiot. Idiot. So. Dann gibt's jetzt erstmal richtig die KK-Rasur, kann man es ja nennen. Weil jetzt wird die Musik mal richtig rasiert hier. Pass mal auf. Animal Crossing, wichtige Daten, Songs KK. Okay, dann ab ins Kaffeetaubenschlag. Und ab die Liste angucken. Hallo, mein Freund. Tim und Lohn, Lust auf einen Song? Völlig richtig. Musikwünsche entgegen, du musst sie nur äußern. Speichern. Das ist der Speicherpunkt des heutigen Abends und wahrscheinlich auch sogar des morgigen Abends. Und mit was beginnen wir denn heute? Die Liste ist lang, der Müll ist groß und ein Leerzeichen zwischen K und K gibt es nicht. KK, ja, wir beginnen mal wieder mit was wenig Versprechendem. KK Safari, gib mir, Junge, gib mir. Hier kommt KK Safari. Das klingt ja grauenhaft. Ich wollte schlecht beginnen und nicht so schlecht. Komm schon. Okay. Ja, man muss auch einfach mal so starten dürfen. Jetzt machen wir K-Funk und es heißt tatsächlich nicht KK, sondern K-Funk. Steht hier so drin, also mache ich es auch. Ich pflanze mich hin, dann gib mir den K-Funk, Digga. Gib mir den. So. Hier kommt K-Funk. Oh nein, es klingt so schlimm. Mach, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört. KK, was ist denn heute los mit dir? Was wähle ich denn für scheiß Songs aus, bitte? So, was klingt denn so ein bisschen... Ja, was könnte denn so mittelmäßig sein hier? So. KK. Parade. 2. Ich kenne zwar KK Parade 1 nicht, aber das ist ja scheißegal. Einfach anhören. Komm, bitte nicht so ein Müll, bitte. Me, me, oh, me, oh, now, me, na, na, me, me, na.
Alex Vandenberg erlöst uns erneut. Ja, es war okay. Also es war sicherlich besser als das vorher. Ja, an sich, es war in Ordnung. Es war in Ordnung. Also, es gibt meiner Meinung nach eine deutliche Steigerung zu verzeichnen.